Hallo, total recht herzlich willkommen beim Filmclub Eisenbahnfilmclub ab dem 1. Oktober 2018, wo bei Märklin-Ecke in der Kölner Straße 48 in Frohnhausen. Ihr seid total recht herzlich willkommen. Meiner einer ist Filmautor, bin gerade angesprochen worden, warum denn nicht? 1. Oktober 2018 und wir sind kurz vor Weihnachten und da fiel mir sowas natürlich ein. Für alle Eisenbahnfreunde, das brennende Finanzamt, ja, stelle ich gleich etwas näher vor, das brennende Finanzamt, damit fangen wir an. Das wird unser erster Aufbau. Dann haben wir uns gedacht, vielleicht irgendwann mal so ein bisschen Bundeswehr hier und dann natürlich Zechen auf N und auf H0. Diese Anlage ist in Gedenken meines verstorbenen Bruders aus dem Jahre 1956. So, es wird jetzt aus dem Jahre 1956 das alles wieder so ein bisschen ins Leben gerufen. An alle Eisenbahnfreunde, so fängt es ja natürlich an. Chaotisch, ist klar. Man besorgt sich ein Brett, testet, tüftelt und beginnt dann mit seinem Hobby. Und das Hobby Eisenbahn, das lebt ja schon weit über 100 Jahre. Ne? Bin die erste Lokomotive gefahren und ich als Filmemacher, leider an dem ersten Tag der Cinemark, war ich natürlich nicht dabei, wie der erste Zug auf einer Kamera, ne? Und alle rausrannten, Teufelswerk. So, es passt halt zusammen. Der erste Film im 18. Jahrhundert, der da gezeigt war, natürlich mit einer dampfenden Eisenbahn. So, zum Beispiel. Und deswegen passt das Ganze. Wir fangen also an mit dieser Idee, brennendes Finanzamt. Ne? Brennendes Finanzamt werde ich gleich näher ran und werde dann euch das zeigen. Da ist das Innenleben, ne? Da ist auch die Tür, wo die Leute rein und raus können. Action wird also richtig was hier abgehen. Man fängt ja mit einem Thema an. Und ich finde, brennendes Finanzamt, damit anzufangen, als Unternehmer ist das gar nicht mal so schlecht. Ihr seht zwar ein bisschen Kulisse, dass wir hier im Frohnhauser Kopierstudio UG haftungsbeschränkt gerade sitzen. Wir, der Sondersender U und auch Ultra D Web TV, die sich das wie gesagt ausdenken und mithelfen, Märklin Ecke, Frohnhausen, Essen Frohnhausen an der A40, wo man halt Eisenbahnartikel kaufen kann. Wir wollen natürlich dann in Eisenbahnartikelfachgeschäft arbeiten und dort aufnehmen. Aber gerade eben ist ja noch geschlossen. Wir waren gerade da und haben hier die Idee, wir produzieren das für den 1. Oktober 2018 und schauen mal, ob überhaupt noch alles funktional ist, ob das überhaupt fährt. Wir haben hier noch so ein ICE, der natürlich zu dieser Kulisse dann nicht passen wird, weil wir dann sozusagen im Jahr 1956, das so ein bisschen aufbauen, alte Autos. An alle Eisenbahnfreunde, man muss euch nichts erklären, man braucht ein Thema. Und mit dem Thema fängt man an. Wir fangen mit dem brennenden Finanzamt an und dadurch Feuerwehr, dann Häuser und so weiter und lassen das dann wirken. Heute, im Jahr 2018, können wir natürlich viel mehr machen, das ist klar. Es ist ja nicht mehr 1956. Das wird nur so aussehen wie 1956, aber wird natürlich mit der modernsten Technik verbunden sein. Ja, mehr will ich euch nicht verraten. Ihr seid total recht herzlich willkommen im Eisenbahn-Filmclub. Der Eisenbahn-Filmclub wird nicht nur online sein, ihr könnt natürlich auch dabei sein. Ihr könnt auch vorbeikommen. An alle, die in der Stadt Essen wohnen, in der Stadt Essen leben oder im Umkreis an der A40 zweimal abbiegen von der Wickenburg auf die Berliner, von der Berliner dann in die Kölner, dann seid ihr im Kölner Eck, Märklin Eck, war früher etwas oben, deswegen heißt es immer noch Märklin Ecke, ist jetzt mittendrin. Meiner einer ist nämlich jetzt euer an der Ecke sozusagen, darum passt es. Ja, wie kam man denn da drauf? Gut, wir haben das, die neue Generation, ich spreche nicht die neue Generation an, nur die, die wirklich Lust und Laune haben auf Eisenbahn. Faszination Eisenbahn, Faszination Hobby, Faszination Bastel passt. Da wir ja, wie gesagt, sowas auch anbieten und Märklin sowieso, die Ecke, Kölner Straße 48,
Ja, natürlich ist das jetzt erstmal Geschmack machen. Wer Lust hat, mitzumachen, wer Interesse hat, Eisenbahn. Ja, wir müssen sehr, also wir kamen darauf, weil wir sehr viele Kunden haben, denen wir die Kulissen machen müssen. Wir kopieren ja diese Sachen und dann haben wir viele Kulissen und da kamen wir selber drauf. Ja, welche Kulissen wir hier mal einarbeiten werden, weiß ich nicht. Wir sind jetzt aber kurz vor Weihnachten 2018 und versuchen somit eine wunderschöne Geschichte zu machen. Einmal dieses hier, das Finanzamt-Thema, ja, alles so, was das so ist, so eine kleine Stadt hier, die Züge, die da rumfahren und so weiter. Na, schauen wir mal. Und dann haben wir natürlich noch die Endspur, die auch in dieser Größe, nur in dieser Endspur, dieser Größe kann man natürlich viel, viel mehr einsetzen, wie jetzt hier bei H0. Ob wir diese H0 irgendwann mal vergrößern, wir haben also genügend Material da, ist ja klar, Märklin, die Ecke, sagt das Wort schon, ein wunderbares Fachgeschäft, wo man wirklich wunderbar einkaufen kann, wo es wunderbare Artikel gibt. Ich fand es auch toll, wie ich dieses Gebäude gesehen, wunderbar zusammengesetzt, sieht einfach nur klasse aus und ja, macht einfach nur Spaß. Ist klar, Finanzamt, als Filmemacher, ist klar, hatte ich dann natürlich sofort da meine Idee, ne? ist da klar. So, ich muss es natürlich dann irgendwie so interessant da in Szene setzen, dass, wie gesagt, auch die Jugend Interesse hat, denn das soll in einem Schaufenster eingearbeitet werden. So, der sogenannte Eisenbahn-Filmclub bedeutet, dass wir nicht nur Eisenbahn, sondern, das Wort sagt ja Filmclub, dass wir auch andere Sachen machen, aber dies passt natürlich nur noch, also hier ist das Thema nur Eisenbahn und hier wird das Thema Eisenbahn auch, wie gesagt, nur sein, auf dieser Ecke sozusagen. Ja, die anderen im Filmclub, die da über Star Wars philosophieren oder andere Filme philosophieren, wenn die auch Interesse haben an die Eisenbahngeschichte, können natürlich mitmachen. Ansonsten bleibt die Truppe bei sich, Thema Marvel, Thema Star Wars. Wir sind jetzt hier im Thema Eisenbahn und in diesem Thema Eisenbahn lade ich euch total und recht herzlich ein, mitzumachen, Spaß zu haben, dieses Entstehen zu sehen. Wie oft wir jetzt diese Clips machen werden, weiß ich noch nicht. Ich muss mich da noch mal schlau machen, wann wir wohl Zeit hätten, dieses Thema aufzubauen. So, ich freue mich total und recht herzlich auf die Märklin-Ecke, weil ich in der Märklin-Ecke Kölner Straße 48 da jetzt alles nach und nach kaufen werde. Und wie ich mich kenne, wird das also ziemlich schnell wachsen. Es könnte sein, dass ihr auch ziemlich schnell Videoclips sehen werdet. Ich muss mir das halt nur noch ausdenken, wie ich euch den Videoclip da auf den Weg bringe, wie ihr Interesse habt, dabei zu sein, wie ihr Interesse habt, reinzuschauen. Wir, die Filmautoren, wir, die Filmemacher von BDFA, kann man auch mal googeln, BDFA. Wir sind natürlich Vollprofis, also meiner einer ist leider, aber ist egal, es gibt ja auch Amateure. Also Amateure, Vollprofis, Semiprofis können hier mitmachen, wenn sie Eisenbahnfans sind. Ja. Herr Seehofer hat ja auch eine Eisenbahn in seinem Keller und dann ist ja auch nur ein Gerüst, ist ja noch gar nicht fertig. Also heute lade ich euch total recht herzlich ein, ab 1. Oktober 2018 in den sogenannten Eisenbahn-Filmclub. Ja, es handelt alles um Eisenbahn und wer Eisenbahnartikel braucht, nicht nur so ein brennendes Finanzamt oder irgend so ein Häuschen, also die sind wirklich aus dem Jahre 1956 und wie gesagt, es muss alles noch gestaltet werden. Man fängt mit so einer Grundplatte an, legt erstmal die Schienen, achtet dann darauf, dass das dann auch funktioniert. Und wenn es funktioniert, kann man loslegen. So, ich hoffe, ich habe euch Geschmack gemacht. Einmal auf dem Märklin, beziehungsweise auf die Märklin-Ecke in der Kölner Straße 48 in Frohnhausen in 45, 145 Essen. Googelt, schaut nach und wie gesagt auf dem Essener, beziehungsweise Eisenbahn-Filmclub, der natürlich momentan hier in diesem Frohnhauser Kopierstudio, gerade hier als Studio, wir sind gerade am Arbeiten, deswegen sitze ich gerade in dieser Kulisse. Das wird sich natürlich total verändern. Wir wollen euch ja, wie gesagt, auf Eisenbahn eintrimmen, auf das Geschehen, auf die Idee.
Aber ich möchte euch halt Geschmack machen, um zu zeigen, wir, die Filmemacher, Filmautoren, meine eine AWH-Movie, Foto- und Filmproduktion, wird das Ganze dann, wie gesagt, ins Leben rufen und freut sich natürlich sehr, wenn andere mitmachen und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir auch irgendwann mal eine erstklassige Schauspielerin dabei hätten, die das Ganze dann moderiert. Wenn das wächst, wenn Zuspruch ist, wenn die Leute mitmachen. Wir haben da eine wunderbare junge Schauspielerin und Melanie Scheidt aus Schwerte, die gerade am Drehort ist, Zahnarzt. Ja, sie macht einen Zahnarzt. Aber egal, sie könnte dann vielleicht auch eine Moderation machen, hier über Märklin, Märklin-Ecke, über uns. Und das wird natürlich dann ein ganz anderer YouTube-Kanal werden, wie jetzt. So, jetzt bringe ich den auf den Geschmack, weil ich soeben angesprochen habe. Ich sage, jupp, mache ich, gib her, mache ich, leg los. So, die Platte ist da, ein bisschen eng, seht ihr selber, also ihr Vollprofis. Wir werden uns natürlich an die Richtlinien der Vollprofis halten. Ich habe das jetzt hier modellhaft erstmal installiert, damit ich jetzt was hier für diese Präsentation, für diesen Videoclip etwas habe. Ja, die Vollprofis laufen ja da, seht ihr ja, und so ungefähr stelle ich mir das gerade persönlich vor. Aber wir werden immer diskutieren und wenn einer tolle Vorschläge hat, werden die natürlich auch präsentiert. Wir werden also vollkommen neue Sachen präsentieren. Wir werden natürlich auch wirklich Sachen präsentieren, die sehr alt sind. Wir fangen ja mit 1956 an. Ihr merkt, ich bin immer noch in Industrie 4.0, ich bin hochgradig hier gefunkt, gesteuert und so weiter. Nicht nur in der Eisenbahnwelt, sondern auch in der Filmwelt und natürlich auch als Firma. Wir sind eine Firma, Märklin-Ecke ist auch eine Firma, aber dennoch, wir möchten eine sogenannte Geschichte ins Leben rufen und dafür, ja, würden wir uns freuen, wenn ihr mitmacht. Na, also, ich habe jetzt lang genug geredet, also es geht um Eisenbahn, es geht um Modelle, es geht um Modellbau, es geht einfach um alles. So, und da werden wir dann eine tolle Ecke irgendwo aufbauen, damit wir da auch in Ruhe arbeiten können und nicht immer alles wegräumen. Ihr seid nämlich herzlich willkommen, live dabei zu sein, live. Das heißt also, ihr könnt in die Läden rein, Märklin, Ecke 48 oder hier in dieses Studio 46. Wir sind also zwei Häuser auseinander. So, und wir arbeiten daran, eine tolle Geschichte zu machen für das Jahr 2018, Weihnachten. Und wer weihnachtlich Zeit hat, ein bisschen da mitmachen möchte und auch irgendwas braucht. Wenn ihr irgendwas braucht, könnt ihr mich ansprechen oder natürlich sofort durchstarten, zwei Häuser weiter. So, ja, so sieht's aus. So, dann bin ich jetzt mal am Basteln, damit ich die nächste Filmgeschichte da euch präsentieren kann. Und bis dahin, ja, viel Spaß, ne? Und möge die Bahn fahren. Aber im Moment, wie gesagt, habe ich leider die Lok aus dem Jahre 1956 leider nicht dabei. Der ICE, der muss dann da auch wieder weg. Da ist er. Ja. Und das brennende Finanzamt, ah, das kriegen wir schon hin hier mit Straßen, mit Feuerwehr, kennt ihr ja. Ne? Da ist hier eine richtig Action. Und dann schauen wir mal, nennt sich, ne? Ja. Also das Thema Finanzamt finde ich toll. So, ihr sicherlich auch. Ne? Ja. Okay, das ist die Eisenbahn, das ist der Eisenbahn Filmclub. Ihr seid eingeladen, ich bin euer AWH Movie Ansprechpartner, demnächst vielleicht eine wunderbare Moderatorin oder einer, der Lust hat, vor der laufenden Kamera Eisenbahn zu erklären. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen.